Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ur-Talk. Mein Name ist Christian, aka Mr. Nicewatch. Und heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge, auf die ich mich jetzt schon wirklich sehr lange gefreut habe. Wie die fleißigen Ur-Talk-Hörer sicherlich auch schon wissen, bin ich persönlich ein großer Fan von sogenannten Independent Watchmakern. Dieser Begriff, der schwirrt ja schon so seit ein paar Jahren in der Uhrenwelt rum, und vielleicht können wir heute dieses Thema den euch Zuhörern mal so ein bisschen greifbarer machen, ein bisschen näher bringen. Und dazu habe ich mir einen Interviewpartner heute eingeladen, der in diesem Bereich eine absolute Koryphäe ist, und zwar Claude Kreisler. Claude ist CEO von der Schweizer Uhrenmarke Armin Strom, auch eine Marke, über die ich hier schon im Podcast das ein oder andere Mal berichtet habe und die ich wirklich sehr, sehr schätze, und zwar für ihre hohe Uhrmacherkunst, die ausgefallenen Komplikationen und vor allem für die handwerklich wunderschön gefertigten Uhren. Ich bin froh, Claude heute hier bei mir zu haben, und freue mich bereits darauf, dass wir gemeinsam mal etwas mehr in die Marke Armin Strom und vor allem auch das Thema rund um Independent Watchmaking ansteigen können. Herzlich willkommen im Uhr-Talk, Claude. Danke. Freut mich, dass du dir die Zeit heute genommen hast, und ich glaube, wir haben viele spannende Themen, über die jetzt heute auch mal sprechen können. Bevor wir jetzt aber wirklich in das Thema einsteigen, starten wir hier im Ur-Talk immer mit unserem sogenannten Audio-Wrist-Check. Und zwar würde mich interessieren, was trägst du denn heute am Handgelenk? Ich trage heute am Handgelenk unsere Mirrored Force Resonance. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen unsere Signature-Uhr. Uhrwerk, das ist ein Uhrwerk, was zwei komplett unabhängige Uhrwerke beinhaltet, die sich einander synchronisieren durch eine Resonanztechnologie. Das ist ein Prototyp eigentlich. Ich habe das, da ich die Uhren ja entwickle und mitbaue, habe ich immer die Ehre, die Nummer 00 zu tragen oder XX. Also das ist keine offizielle Seriennummer, sondern es ist effektiv die erste Uhr, die entstanden ist in unserer Manufaktur. Das ist Wahnsinn. Das ist ganz interessant, weil ich persönlich, ich bin ja auch ganz großer Uhrenliebhaber und habe auch einige Uhren in der Sammlung. Und für mich ist es immer so ein Traum, irgendwann mal von einem Modell quasi diese Nummer 00 oder diesen Prototyp oder wie immer in der Sammlung zu haben. Das ist immer mein Traum, aber ich habe bisher noch nie die Möglichkeit bekommen, weil ich finde das irgendwie von der Vorstellung großartig, sozusagen das erste Modell von irgendeiner Serie zu haben. Ich finde das irgendwie spannend. Ja. Genau. Da sitzt du natürlich an der Quelle, da hast du natürlich einen großen Vorteil, weil du es eben, wie du es schon gesagt hast, diese Uhren selbst entwickelst. Genau. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über das Modell sagen. Wie sieht die Uhr aus? Also für die Zuhörer, die jetzt so noch nicht gesehen haben, wie kann ich mir die vorstellen? Wie ist die farblich, Größe und Material natürlich auch? Genau, ich glaube, die Uhr ist, also all unsere Uhren sind, das Uhrwerk ist ziemlich präsent im Design, also das Uhrwerk ist erlebbar und sichtbar. Mhm. Wir haben eine kleine Stunden- und Minutenanzeige, die so ein bisschen dezentriert ist, auf der rechten Seite, Richtung der Aufzugskrone, wo ich Stunden, Minute ablesen kann. Dann habe ich zwei Sekundenanzeigen, von jedem Uhrwerk eine Sekundenanzeige. Eine, die läuft im Uhrzeigersinn, die andere läuft gegen den Uhrzeigersinn. Das ist ein bisschen die Idee von der Mirrored Force, von der gespiegelten Kraft. Und dann habe ich auf der ganz links, wo normalerweise 9 Uhr ist, habe ich zwei Unruhreifen, die ich schwingen sehe und die durch eine Resonanzfeder, das ist eigentlich unsere Entwicklung, diese Resonanzfeder, die beiden Unruhen perfekt synchronisiert. Mhm. Und so eine wunderschöne Animation, wie man sieht, wie die beiden wirklich exakt in der gleichen Frequenz schwingen. Das ist eine sehr, sehr schöne Animation. Mhm. Es ist wirklich eine tolle Uhr. Ich habe sie leider noch nicht live gesehen, aber ich hatte ja schon mal die Chance, die Pure Resonance mal zu bekommen, auch von euch. Ich hatte die mal für ein paar Wochen ausgeliehen. Und ich muss sagen, allein diese Resonanz, Technik oder diese Komplikation finde ich unglaublich schön und unglaublich spannend, und es ist wirklich ganz toll anzusehen, wie einfach diese Resonanzfeder schwingt, und das ist unglaublich faszinierend und macht auch wirklich was her. Und was ich halt auch so toll finde bei euren Werken ist, dass ihr ja viele dieser wirklich interessanten Punkte auf das Zifferblatt quasi packt und man wirklich was von der Technik sehen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Besonderheit von Armin Strom, und da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, genau. Das ist ein bisschen die Markenphilosophie. Bei uns ist das, wir zelebrieren das Uhrwerk. Und bei uns in der Firma sind praktisch jeder Mitarbeiter hat irgendein Background als Uhrmacher, sei es in der Entwicklung, sei es in der Dekoration, in der Herstellung.
Und das ist so, das Uhrwerk ist wirklich der Mehrwert der Marke Armin-Strom. Mhm. Diese Innovation, diese Spannung zwischen traditioneller Uhrmacherei oder dieser Spagat, den wir machen, zwischen traditioneller Uhrmacherei, was wir sehr respektieren in der Art und Weise, wie wir die Uhren herstellen, und trotzdem sie sehr, sehr modern versuchen zu interpretieren und zu revolutionieren. Mhm. Ja, also das merkt man auf jeden Fall. Und ich glaube, auf diese Besonderheiten kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wirklich schöne Uhr, spannende Uhr, gefällt mir gut. Und die muss ich unbedingt mir auch mal live anschauen. Also die finde ich auf Bildern und auch was man in Videos da mal sieht. Das ist Wahnsinn. Das ist echt wirklich eine tolle Uhr. Danke. Ich trage heute eine Uhr am Handgelenk, die jetzt tatsächlich nicht von einer Independent Watch Brand kommt, sondern von einer recht großen und bekannten Marke, und zwar eine Zenith. Die habe ich jetzt ausgeliehen. Die ist heute bei mir angekommen und ich habe die Möglichkeit, die jetzt eine Woche lang mal zu tragen. Deshalb heute am Handgelenk. Das ist die Zenith El Primero DeFi 21 oder DeFi 21 in Carbon. Das ist ein 44 mm Vollcarbon-Gehäuse. Die Uhr ist an einem Kautschuk-Armband, was mit so einem Kautschuk- und Textilmix quasi, das Armband. Und das Spannende an dieser Uhr ist, das ist ein Chronograph, der eine Hundertstel Sekunde stoppen kann. Und das ist für mich, der Chronographen sehr gerne mag und gerne sieht, wie da irgendwie was da so los ist, ist das wirklich ein absolutes Erlebnis. Wenn man diesen Chronographen hier startet, dann jagt der Sekundenzeiger quasi hier, wie gesagt, einmal pro Sekunde ums Zifferblatt herum. Und ist richtig, richtig viel Action und man kann da richtig viel beobachten. Also das ist was mir gerade viel Spaß macht. Und ich werde es jetzt mal, ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber das ist auch für die Ohren immer ganz, ganz super. Ich starte den mal. Ja, man hört es. Ich weiß nicht, ob das jetzt ankommt. Ja, genau, das ist quasi das Geräusch, wenn man diesen Chrono hier startet. Also ist eine ganz, ganz interessante Uhr, ganz spannende Uhr. Komplett schwarz, habe selten so komplett schwarze Uhren. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur eine Leihgabe, aber macht mir gerade richtig viel Freude am Handgelenk und ist zumindest uhrmachertechnisch auch mal was Ausgefallenes und dachte, passt daher heute auch so ein bisschen in diese Sendung rein. So, jetzt würde ich aber sagen, lass uns direkt anfangen und vielleicht können wir zur Einleitung einfach mal eine ganz kurze Vorstellung machen, oder vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und eigentlich den Zuhörern mal sagen, wer ist denn dieser Claude Kreisler und wie kamst du auch letztlich ganz zu diesem Thema Uhren? Ja, wer ist Claude Kreisler? Also geboren bin ich 1978, jetzt 42 Jahre alt, bin im Emmental in der Schweiz, in der Deutschschweiz, in der Nähe von Bern aufgewachsen, habe so einen familiären Background in der Uhrenindustrie. Also meine Großeltern waren bereits in der Uhrenindustrie tätig. Ich habe mich dann mit 16 Jahren für eine Ausbildung als Uhrmacher effektiv entschieden. Das war 1994. War so eine Zeit, wo man die mechanische Uhr relativ tot geschrieben hat in der Schweizer Uhrenindustrie. Also da waren nicht mehr alle, haben gesagt, ja, du, das ist keine kluge Entscheidung, mach eine Bankausbildung oder mach eine Informatikausbildung, aber mach ja nicht Uhrmacher. Die Uhrenindustrie wird nicht mehr lange existieren mit Quarz und so weiter. Da war das Ende der großen Quarzkrise. Habe mich aber trotzdem von der Mechanik, war extrem fasziniert von mechanischen Uhren, auch durch was wir von den Großeltern mitgekriegt haben. Und habe diese Ausbildung gemacht zum Uhrmacher, 4 Jahre. In Solothurn, das ist eine deutschschweizer Uhrmacherschule, eigentlich die einzige Uhrmacherschule in der Deutschschweiz. Und habe ich danach noch Abitur gemacht. Das kann man so in der Schweiz, kann man das parallel zu der Ausbildung machen. Und das hat mir dann ermöglicht, eigentlich eine weitere Ausbildung zu machen zum Uhrmacher, Restaurationstechniker auf komplizierte Uhren. Das ist eine Ausbildung, die eigentlich nur in La Chaux-de-Fonds im Uhrenmuseum angeboten wird. Also eine zusätzliche 3-jährige Ausbildung, wo man eigentlich, wo es darum geht, alle Komplikationen von der Minutenrepetition über konstante Kraftübertragungen, alle komplizierten Hemmungen, lehrt man da noch, was bei der Grundausbildung nicht thematisiert wird. Bloß es geht auch in den Bereich Restaurieren von antiken Uhren. Mhm. Okay. Und danach hatte ich aber noch nicht genug, sondern mein Wissen
war noch nicht gestillt und es war damals, kam so ein bisschen das dreidimensionale Zeichnen kam auf und ich habe während meiner Ausbildung auch mit der Ingenieurschule Kontakt gehabt und hatte dann die Möglichkeit, eine verkürzte Ausbildung zum Uhrenkonstrukteur zu machen. Da ich die Ausbildung als Uhrenrestaurationstechniker bereits gemacht habe, konnte ich eine verkürzte Ausbildung zum Uhrenkonstrukteur noch anhängen. Mhm. Und deshalb habe ich total fast etwa 9 Jahre in meine Uhrmacherausbildung investiert. Vom Werktisch, vom effektiv Uhren reparieren oder zusammenbauen, also auseinanderbauen, über den Restaurationshintergrund weg zum am Schluss oder hin zum Entwickeln von Uhrwerk. Das heißt, du hast sehr, sehr viel Zeit quasi auch in deine Ausbildung reingesteckt und hast eigentlich immer weiter gelernt, dich immer mehr auch fokussiert und immer mehr der Wissen eigentlich auch angeeignet und hast dich wirklich sehr auf diesen Wissensaufbau am Anfang fokussiert und dir hat das auch Spaß gemacht, so wie das rauskommt. Ja, unheimlich viel Spaß gemacht, ja. Ich hatte auch die Möglichkeit, dass, was auch nicht selbstverständlich ist, wir haben so ein Förderungsprogramm in der Schweiz, was so kantonal, also wie bei euch Bundesländer übergreifend ist und das haben wir eigentlich ermöglicht, diese Ausbildung. Die wurde eigentlich finanziert vom Kanton Bern, obwohl das eine französisch sprechende Ausbildung war, dann die 2 Ausbildungsblöcke nach der Uhrmacherschule, aber das haben wir schon das Glück, dass wir da so viel oder sich so viel Zeit in die Ausbildung investieren durften. Was war denn deine erste richtige Uhr? Also du hast ja erzählt, du bist schon früh auch durch deine Familie mit Uhren in Berührung gekommen, hast dann natürlich auch diese ganzen Uhrmacherausbildungen und fortführenden Ausbildungen gemacht, die darauf aufgebaut haben. Aber was war denn für dich persönlich so deine erste richtige Uhr, die du hattest? Die erste richtige Uhr, die ich mir selber gekauft habe, aus erspartem Geld, war so ein bisschen zum Abschluss meiner Uhrmacherausbildung, habe ich mir eine Omega Speedmaster gekauft, Handaufzug mit Glasboden und also mit einem rodinierten Uhrwerk. Das war damals ein bisschen die bessere Variante des Speedmasters. Hast du die noch oder gibt es die nicht Variante. Mehr? Die habe ich. Das war eigentlich eine fast der einzigen, außer allen Arm- und Stromuhren, die ich selber entwickelt habe, die ich noch in meine Kollektion zähle, habe ich mich sonst von sehr vielen Uhren eigentlich getrennt, ja. Weil der Grund dafür ist, dass ich die nicht mehr trage. Aber ich habe 3 Uhren habe ich behalten, was ich sollte, wo wenn ich eine emotionelle Beziehung dazu ist. So die Omega, was die erste selber gekaufte Uhr war, die werde ich auch nie verkaufen. Und dann sind sonst noch 2 weitere Uhren in der Kollektion. Jetzt hast du eben schon Armin Strom angesprochen. Jetzt, wie kam es dann von deiner Ausbildung oder wie ging es nach deiner Ausbildung weiter und wie fing es dann mit Armin Strom an? Ja, also die Geschichte mit Armin Strom, die fängt eigentlich sehr, sehr früh an. Die fängt an vor meiner Ausbildung zum Uhrmacher, weil der Armin Strom in derselben Stadt sein Uhrmachergeschäft hatte, wo ich aufgewachsen bin. Und mein Vater, der ist Optiker und der hat das, sein Optikergeschäft ist vis-à-vis vom Uhrengeschäft oder vom ehemaligen Uhrengeschäft vom Armin Strom. Und ich kenne den Armin Strom eigentlich seit ich vielleicht 4, 5 Jahre alt bin. So. Aber er war mir immer bekannt als Uhrmacher, als großer Uhrmacher. Man hat auch diese Geschichten erzählt von Armin Strom, der reist in der ganzen Welt umher und verkauft seine skelettierten Uhren und also für mich so ein bisschen seit klein auf so ein Mythos von dem erfolgreichen Uhrmacher, der mit dem Jaguar E-Type durch die Altstadt fährt und so. Ja, immer so ein bisschen Mysterium war, halt einfach, weil der so weltoffen war zu einer Zeit, wo noch nicht viele Leute ja in der ganzen Welt rumreisten, um irgendwas zu verkaufen. Also so hat die Geschichte mit Armin eigentlich gestartet. Und dann später hat dann ein guter Schulfreund von mir, Serge Michel, der ist genau gleich alt wie ich. Der ruft jetzt übrigens im Hintergrund gerade an. Aber das muss ich jetzt schon, weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Nein, man hört das, aber alles gut. So. Okay, aber das war Serge. Aber das ist gut, der hat es wahrscheinlich mitgehört. So, Serge Michel, ein Schulfreund von mir, hat ein großer, begeisterter Uhrensammler, hat dann auch Uhren vom Armin schon gekauft. Ich habe sehr, sehr viel Zeit in meine Ausbildung investiert. Also waren die finanziellen Mittel, sich eine Armin Strom zu kaufen, waren bei mir nicht so gegeben. Und Serge hat
aber immer eine gute Beziehung zum Armin Schumm und seinen Uhren gepflegt und hatte damals mal die Vision, diese Marke eigentlich weiterzuführen. Eigentlich dieses Erbe von skelettierten Uhren, was zu unserer Heimatstadt Burgdorf gehörte, wollte er weiterführen als Uhrensammler, als Businessman. Und hat mich eigentlich dann so 2009, hat er mich mal kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, diese Marke gemeinsam mit ihm weiterzuführen. Mhm. So kam es eigentlich zu meiner Begegnung oder meiner Integration zur Marke Armin Schumm. Den Herrn Armin Schumm, gab es ihn da dann zu dem Zeitpunkt noch? Gab es noch, ja. Der Armin Schumm, der wollte das eigentlich auch zu Lebzeiten, also er lebt immer noch, aber noch sozusagen Aktivzeiten als Uhrmacher, er war damals 67 Jahre alt, wollte er eigentlich eine Nachfolgeregelung anstreben. Er wollte sein Lebenswerk, diese Philosophie von skelettierten Uhren, wollte er weitergeben. Und hat sich dann auch natürlich auch sehr gefreut, weil er einerseits hat die ganze Business-Seite mitbringt, die es braucht, die Handelserfahrung, die Marketing-Erfahrung und ich eigentlich das uhrmacherische Know-how mitgebracht habe, um die Marke weiterzubringen oder weiter aufzubauen. Was wir dann aber sehr schnell, also wir haben die Marke, bei Armin Schumm muss man sich das vorstellen, Armin Schumm hatte eine kleine Werkstatt mit zwei Uhrmachern, wo er Uhrwerke eingekauft hat, primär so antike Uhrwerke, damals, also er hatte nicht die Möglichkeit, selber Uhrwerke zu fertigen, sondern er hat sich am bestehenden Uhrwerken bedient, hat diese auseinandergebaut, von Hand skelettiert, graviert, verschönert, verziert und hat diese Uhren eigentlich unter seinem Namen dann weiterverkauft. Selber Gehäuse angefertigt, selber Zifferblätter angefertigt und Zeiger und diese Uhrwerke dann eigentlich als Meisterstücke im Bereich skelettierte Uhren weiterverkauft. Und das war so ein bisschen das Geschäft oder das Businessmodell von Armin Schumm. Der hat das direkt zum Endkunden gemacht. Also er war schon wir haben vorhin schon, hast du im Intro über Independent Watchmaking gesprochen. Und ich sage immer, der Armin Schumm war eigentlich einer der ersten Independent Watchmakers, den es überhaupt gab, weil die Art und Weise, wie er das gemacht hat, entspricht eigentlich heute dem Inbegriff von Independent Watchmaking. So, er hat seinen Namen auf die Uhr gedruckt und hat seine Philosophie und seine Leidenschaft für skelettierte Uhren verkauft. Und wir haben das dann übernommen und haben aber so die Identität der Marke ein bisschen weiter, wir wollten ein neues Kapitel eröffnen. Wir haben gesagt, okay, skelettierte Uhren, bestehende Uhrwerke, das ist gut, aber wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und diese Uhrwerke selber bauen. Das war 2009, hast du gesagt. 2009 haben wir uns dann, haben wir die Marke übernommen von Armin Schumm und haben uns sehr, sehr rasch entschieden und wussten eigentlich schon, dass wir selber Uhrwerke produzieren wollen. Weil wir das Thema skelettierte Uhren noch weiter bringen wollen als nur in Anführungszeichen nur Metall wegschneiden, sondern wir wollten diese transparente Mechanik, diese Leidenschaft an Uhrwerken, was man eigentlich aus dem Skelettbereich kommt, noch viel, viel intensiver leben und zelebrieren. Und da haben wir uns sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir die Uhrwerke eigentlich selber herstellen müssen, um noch mehr Animation zu generieren. Und es war 2009 haben wir dann angefangen hier in Biel, also Armin Schumm, der ging schon weg von Burgdorf, von dieser kleinen Stadt im Emmental, weg nach Biel, weil er auch unter anderem für Omega und Movado und Concorde Uhrwerke skelettiert hat. Also er hatte seine eigene Marke, aber trotzdem auch ein bisschen für größere Uhrenfirmen Lohnfertigung gemacht im Bereich Skelettieren. Serge und ich haben uns ihm angeschlossen in Biel und konnten dann hier auch in Biel die Manufaktur aufbauen. In einem anderen Gebäude, das ist ein ehemaliges, in dem Gebäude, wo wir heute sitzen, das ist ein ehemaliges Gebäude von Rolex. Rolex hat da Stanzteile hergestellt. Die haben da so, also Mikrostanzen haben die gemacht. Wurde aber dann in Biel, gibt es seit rund 15 oder 20 Jahren eine ganz, ganz große Firma von Rolex, wo sie all das vereint haben.
Und dann war dieses Gebäude leer hier. Also das Gebäude, was auch so eine uhrmacherische Geschichte eigentlich trägt. Und da haben wir uns dann installiert und haben Maschinen gekauft. 2009 war die große Wirtschaftskrise. Ich wollte gerade sagen, eine schwierige Zeit eigentlich. Eigentlich war es die perfekte Zeit, um eine Uhrmacherfirma aufzubauen, weil wir hatten so, der Maschineneinkauf gestaltete sich relativ einfach, weil es waren unheimlich viele Maschinen vorproduziert, die nicht, also die Bestellungen, die nicht ausgelöst wurden. Also die meisten Maschinenhersteller, die saßen auf ihren Maschinen rum. Also konnten wir zu sehr, sehr guten Konditionen uns eine Manufaktur aufbauen eigentlich. Mhm. Und wir hatten auch keinen Druck, weil 2009 in unserem Businessplan war es so ein bisschen auch vorgesehen, dass wir zuerst Erfahrungen sammeln müssen im Herstellen von Uhrwerkteilen und haben das eigentlich so relativ gut getaktet. Also wir hatten in einem guten Zeitraum 2009, 2010 uns noch nicht allzu große Verkaufsdruck aufgebaut, sondern wir haben gesagt, wir wollen zuerst die Fähigkeit uns erwerben, die Uhrwerke selber herzustellen und dann den Verkauf und alles seriös aufbauen. Also wir hatten immer Leute, die bei uns vorbeikamen, Freunde, Bekannte, Sammler, die immer schon auch die ersten Uhrwerke gekauft haben von uns, aber der Druck von einer Skalierung oder von einer Vergrößerung war damals noch nicht da und das hat uns natürlich in einem Krisenjahr sowieso noch in die Karten gespielt. Das hat aber auch viel Mut erfordert, oder? Also zu sagen, okay, wir steigen jetzt da ein, wir haben da, also es gibt zwar diese Marke Armin Strom schon, aber wir sehen da Potenzial, wir wollen das alles, sage ich mal, ein bisschen vielleicht noch professionalisieren, wir wollen eigene Werke haben, wir wollen da eine kleine Manufaktur draus machen, wir möchten diese Marke dann weiterentwickeln, auch wirklich die Marke als Marke noch weiter ausbauen und das aber alles in der Zeit, die wirtschaftlich ja schon schwierig war. Ich meine, klar, du sagst, der Vorteil war, man konnte die Maschinen und sowas günstig erwerben. Aber es ist natürlich ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden und jetzt ist es natürlich auch so, in dieser Uhrenwelt gibt es ja auch sehr viele Marken bereits und es ist ja sicherlich jetzt nicht so, dass da jetzt jeder drauf wartet, dass die nächste Marke rauskommt, sondern man muss sich da ja auch erstmal irgendwie so seine Nische finden, in der man sich positioniert. Also das hat war ein sehr, sehr mutiger und auch riskanter Schritt. Was hat euch da die Sicherheit gegeben zu sagen, hey, wir sehen dein Potenzial und wir ziehen das trotzdem durch? Ja, es war, wie du gesagt hast, es war sicher auch Jugendliche, also Jugendliche, wir waren 30 Jahre alt oder 31, aber es war sicher auch ein bisschen jugendlicher Übermut, denn wir haben das einfach, wir haben gar nicht so viel studiert, muss ich im Nachhinein sagen. Wir haben es einfach, der Drang und die Motivation, das zu machen, war so groß, und der Wille war so groß, das unbedingt zu machen und diese Manufaktur aufzubauen und diese Vision von der neuen Skelettuhr zu realisieren, dass wir uns fast nicht wir ließen uns gar nicht aufhalten von irgendjemandem. Es waren immer Leute da, die das auch unterstützt haben. Also Leute aus unserem Umfeld, die Uhren gekauft haben, die uns auch gar nie zweifeln lassen haben in dem Moment eigentlich. Das war auch so ein bisschen ein Hype-Moment, wo die ersten großen Diskussionen aufkamen in der Uhrenindustrie, weg von massengefertigten Uhrwerken ist. Da war das Thema ETA-Uhrwerk, wurde so das erste Mal richtig thematisiert, oder alle, und praktisch 95% von allen mechanischen Uhren hatten die gleichen Uhrwerke. Und das wurde diskutiert und dieser Hunger nach neuen Uhrwerken war eigentlich da. Und wir müssen den nur befriedigen. Also es war nicht ein Selbstläufer, aber es war zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung, selber Uhrwerke herzustellen, weil das Bedürfnis, was anderes zu kaufen als ein Massenprodukt, war sehr, sehr groß. Okay, das heißt also, die Vision war schon so gewesen, dass ihr euch wirklich, dass ihr weggeht von dem Mainstream, dass ihr wirklich euer eigenes Ding macht, eigene Werke, eine eigene Manufaktur und da wirklich richtig diese Uhrmacherkunst letztlich auch ausleben könnt und auch dem Kunden näher. Also wir hatten einfach diese Philosophie von transparenter Mechanik, das war die Faszination, warum wir uns entschieden haben, Armin Strom weiterzuführen, weil wir gesagt haben, wir glauben an mechanische Uhrwerke und wir glauben an die Transparenz von Uhrwerken, dass die Schönheit der Uhr eigentlich nicht hinter einem Zifferblatt versteckt gehört.
So wie bei deiner Zenit kannst du es sehen. Ist die mit oder ohne Zifferblatt? Die ist ohne, das ist auch komplett skelettiert. Das ist die Schönheit, oder? Man kauft es heute, wenn man sich an der Mechanik erfreut. Richtig. Diese Leidenschaft, die war von Serge als Uhrsammler da und die war von mir als Uhrmacher da. Mhm. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir müssen das Kapitel neu schreiben für Armstrong, mhm, weil unsere Vorstellung von wo die Marke hingehen soll, war nicht ein Massenprodukt zu nehmen und das zu skelettieren, kann man wie mit Autotuning vergleichen, wir wollten nicht eine Basis Toyota Corolla, mhm, und dann den einfach für x 10.000 Franken aufzutunen und aufzupeppen, sondern es war mehr der Approach von AMG, was wir gesagt haben, okay, wir müssen fähig sein, die Motoren, das Uhrwerk effektiv selber herzustellen und dann Weiterentwicklung betreiben. Aber die Fähigkeit erlangen, diese Maschinen zu beherrschen, diese Fähigkeit, Zahnräder zu fräsen, Schrauben zu drehen, mhm, Brücken zu fräsen, und das wollten wir alles machen, damit wir ganz eine neue Möglichkeit haben, Mechanik erlebbar zu machen. Mhm. Weil wenn du das selber beeinflusst, kannst du ganz andere Visionen von Skelettieren oder von Animationen umsetzen. Mhm. Vielleicht können wir da jetzt mal kurz ein bisschen drin einsteigen. Und zwar so das Thema eigenes Uhrwerk. Du hast es ja eben auch schon mal gesagt, mit der Thematik rund um die ETA-Werke. Das kam ja auch damals Ende so der 2000er Jahre auf, dass es dann auch erstmalig hieß, irgendwie, na, ETA wird langfristig nicht mehr alle Uhrenmarken beliefern. Und dann kam so nach und nach dieser Trend auf, dass gesagt hat, irgendwie Inhouse-Werke, Manufakturwerke, wir müssen eigene Werke herstellen. Jetzt hört man ja immer wieder in diesem Zusammenhang, dass es halt sehr schwierig ist, ein eigenes Werk herzustellen, dass es ein sehr langwieriger Prozess ist und dass es auch sehr viel Know-how erfordert. Habt ihr natürlich auch eigene Werke entwickelt. Jetzt hast du gerade eben auch davon berichtet, wie ihr damals am Anfang standet. Wie aufwendig ist das wirklich, ein eigenes Werk zu entwickeln? Wie lange dauert sowas? Wie viel Vorlaufzeit braucht sowas? Und kann man das? Also wenn du bist jetzt gelernter Uhrmacher gewesen, du hast dich auch fokussiert, ja, du hast dich auch auf Uhrenbauerei und alles auch spezialisiert, hast dich weiterentwickelt. Aber kann man mit diesem Wissen, auf Basis dieses Wissens, einfach so ein Uhrwerk entwickeln oder brauchen wir da noch viel mehr Know-how? Also ich hol uns da mal vielleicht ab, weil wir sind jetzt alle Laien, auch die Zuhörer, die jetzt hier dran sind. Man hört immer von diesen Manufakturwerken, aber was steckt denn hinter so einem Werk? Wie schwierig ist das, sowas zu entwickeln? Gut, ich hatte ja nach meiner Ausbildung war ich noch fast 3,5 Jahre bei die Manufaktur Christoph Klache, heißt das. Und Christoph Klache war damals berühmt für Tourbillon-Werke, Minutenrepetition, alles Manufakturwerke, mhm, die wir in Lohnfertigung unter anderem für Girard-Perregaux, Ulysse Nachtin und so weiter gefertigt haben. Das, ja, war, also ich habe 3,5 oder fast 4 Jahre in einer kleinen Manufaktur gearbeitet, die fähig war, von der Idee bis zur Vollendung vom Uhrwerk und in einem sehr, sehr hohen Preislevel. Aber trotzdem konnte ich mir über 4 Jahre eigentlich das schon aneignen. Was heißt es, eine Idee in einem CAD-Programm umzusetzen, das auf Maschinen herzustellen, dekorieren, zusammenbauen. Also der Erfahrungsschatz war von meiner Seite schon relativ groß, wie man das angehen will. Jetzt ist mehr die Frage generell, ist mit der Thematik, also nehmen wir mal das Beispiel ETA-Uhrwerke. Das war damals das Problem, dass die meisten Produktekalkulationen der Uhren auf einem ETA-Uhrwerk basierten. Und das ETA-Uhrwerk ist zu einem erschwinglichen Preis erwerbbar. Mhm. Jetzt, wenn man ein Produkt herstellen will, das konkurrenzfähig ist mit einem über 30 oder 35 Jahre alten Uhrwerk, das voll industrialisiert ist, voll durchdacht ist, sehr, sehr gut funktioniert, dann wird es schwierig, so ein skalierbares Uhrwerk herzustellen. Ein Uhrwerk, das sich gewisse Marken 20, 30, 40, 50.000 Uhrwerke brauchen von diesem Uhrwerk. Das ist etwas sehr, sehr Schwieriges, das herzustellen. Und wir haben mehr so ein bisschen, wenn man das zum Beispiel mit der Bierindustrie vergleicht, wir sind mehr so der Mikrobrauer. Und die Mikrobrauerei hat ganz andere Möglichkeiten. Bei uns muss es nicht so skalierbar sein, also wir brauchen nicht 10.000 Uhrwerke, sondern bei uns gibt es pro Modell zwischen 10 und vielleicht 100 Stück. Und das sind ein bisschen andere Anforderungen. Und ich denke, in dieser Größenordnung selber Uhrwerke zu produzieren, auch vielleicht sogar mechanische Lösungen
anzugehen, die man in einer industriellen Fertigung gar nicht machen kann, weil es einfach zu teuer ist oder zu aufwendig. Mhm. Und ich denke, das ist der große Unterschied. Es ist zwei Paar Schuhe, ob ich eine kleine Manufaktur aufbaue, mhm, und das vernünftig mache oder sogar sehr gut. Ich meine, man kann die Rohmaterialpreise bei uns, die sind jetzt vernachlässigbar. Ich kann das beste Messing, den besten Stahl, das beste Kupferberyllium einkaufen. Und das Uhrwerk wird am Schluss nicht wesentlich teurer, als wenn ich eine Zweit- oder Drittqualität einkaufe. Mhm. Also es hat ein bisschen mehr mit der Größe und dem Volumen zu tun, dass man angehen will. Okay, das heißt also, du sagst, wenn man es jetzt in geringen Stückzahlen herstellt, so wie ihr das jetzt zum Beispiel macht, dann ist das gar nicht so die Schwierigkeit, sondern die Schwierigkeit rührt halt daher, wenn wirklich die großen Brands, die halt, wie du es eben schon sagtest, 20, 30, 40.000 dieser Werke pro Jahr verbauen müssen, dass solche Werke herzustellen, die halt auf diese für so Serienproduktion, große Massenproduktion geeignet sind, das ist wiederum schwierig, sagst du, und das dauert entsprechend lange. Genau. Vielleicht, das ist jetzt wirklich rein Interesse halber, wir brauchen da jetzt auch gar nicht groß drauf einsteigen, aber weil das Thema rund um Ether ist halt auch sowas, wo man immer sehr viel hört, ne? Und ich meine, wenn man heute in der Uhr irgendwo ein Ether-Werk drin hat, dann liest man direkt nach der Vorstellung von, egal welche Marke das jetzt verbaut, liest man am nächsten Tag von irgendwelchen Leuten aus der Uhren-Community, oh, ist es ja nur ein Ether-Werk drin. Du bist Uhrmacher. Wie sind diese Ether-Werke sind die wirklich so, in Anführungszeichen, so schlecht wie ihr Ruf? Weil heutzutage irgendwie alle möchten nur ein Inhouse-Werk, Manufakturwerk und irgendwie Hauptsache kein Ether-Werk. Oder ist das trotzdem ein gutes Werk? Das sind sogar, also qualitativ sind es meiner Meinung nach sehr gute Werke. Mhm. Und die funktionieren gut, die sind ausgereift, die sind vom technischen Aspekt sind die sehr, sehr gut. Die sind aber als Massenuhrwerke konzipiert. Es geht darum, dass die ETA pro Jahr mehrere Millionen von diesen Uhrwerken produzieren kann. Mhm. Das ist, wenn wir wieder so einen parallelen Vergleich aufbauen wollen, ist Heineken ist kein schlechtes Bier. Mhm. Niemand kann was Schlechtes über Heineken sagen. Ja. Aber es ist vielleicht nicht so intensiv oder so, wenn ich das mit einer kleinen Mikrobrauerei vergleiche, jetzt bei uns, also die ein Mango-Bier macht. Mhm. Das Bier schon mal vier oder fünfmal so viel, aber trotzdem ist das Erlebnis, dieses Bier zu trinken, ist ganz ein anderes Erlebnis, als wenn ich ein Heineken-Bier trinke. Mhm. Obwohl das Heineken perfekt ist, man kann nichts haben, das ist auch immer gleich, egal wo ich auf der Erde hingehe, das Bier ist immer genau gleich, das ist ein gutes Bier. Da kann man nichts Schlechtes darüber sagen. Ja. Aber es ist nicht dieses Wow-Erlebnis, es ist kein Lachen, wenn ich das trinken kann. Es geht das Herz nicht genau gleich auf, wie wenn ich ein spezielles Pale Indian, Pale Ale oder sonst irgendwas probieren kann. Und ich vergleiche die Uhrenindustrie immer so, wir müssen ein bisschen zwischen Masse und zwischen klein individuell gefertigt oder Lösungen präsentieren, sei es Zenit, die einen Zeiger haben, der einmal pro Sekunde rumgeht, bei einem Chronographen. Oder das ist das, was mir das Lachen aufs Gesicht zaubert, schlussendlich am Ende des Tages. Bei mir ist nicht der Markennamen oder die Größe von der Uhr oder was für ein Band da dran ist. Klar, das ist mehr so ein Lifestyle-Entscheid. Aber sonst ist für mich, was mich wirklich fasziniert, ist diese technische Raffinesse und diese technische Lösung. Und die Frage ist dann, wenn ich mir eine Uhr kaufe, will ich alle Uhren mit der genau gleichen Funktion. Und ich sage, ich beschränke mich auf Zifferblattfarbe, Gehäusegröße, Gehäuseform, Gehäusematerial, Bandmaterial und Farbe. Dann spielt es eigentlich keine Rolle, was für ein Uhrwerk drin ist. Dann kann ich auch jedes Uhrwerk mit einem ETA-Uhrwerk ausstatten, also jede Uhr mit einem ETA-Uhrwerk ausstatten. Und ich mache nichts falsch und das ist gut und das funktioniert und das ist langlebig und das ist genau in der Zeitanzeige, ist alles tiptop. Aber die Frage ist, wenn meine Leidenschaft für transparente Uhrwerke ist und ich mich daran erfreue, wenn das Uhrwerk nicht hinter dem Zifferblatt versteckt ist, sondern wenn ich da eintauchen kann und diese Räder und diese Hebel und all diese Lösungen sehe, wie das mechanisch funktionieren kann, wenn das meine Motivation ist, eine Uhr zu kaufen, dann dann sind solche Uhren wie Armin Strom oder Zenit oder viele andere Independent Watchmakers, die halt solche Lösungen suchen und zelebrieren. Dann
eher das, was ich kaufen will. Die Uhrenindustrie ist halt riesengroß und die Uhrenindustrie deckt so viele Bereiche ab. Ich meine, heute sind sogar Smartwatches, die in Millionen Stückzahlen verkauft werden, die auch irgendwo ans Handgelenk kommen. Ja, klar. Muss ich mich entscheiden, was ist meine Motivation, eine Uhr zu kaufen? Mhm. Ist es, weil der Lionel Messi sie trägt, sage ich jetzt mal, weil ich Fußballfanatiker bin und mich meine, das Modell, das ich kaufe, mich mit der Fußballwelt näher in Kontakt bringt? Oder ist es, weil irgendjemand den Mount Everest bestiegen hat mit der gleichen Uhr? Oder ist es, weil die Uhrenmarke mir ein Uhrwerk präsentiert, was ich so noch nie gesehen habe? Mhm. Das ist ein bisschen anders, wenn wir dann auch schon bei unserer Zielgruppe haben. Das sind dann der Käufer von einer Armin-Strom-Uhr kauft eine Armin-Strom-Uhr nicht, weil da Armin-Strom draufsteht, sondern weil er die Philosophie der Marke versteht und diese Philosophie teilt. Mhm. Und diese Philosophie bei uns ist heute ganz klar, das ist einerseits, dass wir das traditionelle Uhrenhandwerk leben und zelebrieren, sei es in der Dekoration, sei es, wenn wir mit der Geschichte der Uhrmacherei umgehen und trotzdem das immer versuchen zu verbessern. Mhm. Das ist jede Uhr, die von Armin Strom auf dem Markt kommt, hat irgendwo eine technische Verbesserung am Uhrwerk, so ein added value, wie man so schön sagt auf Englisch. Mhm. Jetzt hast das ist so ein bisschen, das zeichnet Armin Strom aus heute, denke ich. Das ist diese Nische, die wir am Anfang waren. Das sind all unsere, die Independents, die unabhängigen Uhrmacher, die haben halt diese Möglichkeit, in diesen kleinen Stückzahlen kreative Lösungen, was das Uhrwerk angeht, kreative Lösungen zu präsentieren. Mhm. Und was ich vielleicht als große Marke viel, viel schwieriger wird umzusetzen. Schon weil halt der Aufwand am Uhrwerk bei einem Independent Watchmaking Brand sicher im Durchschnitt viel, viel höher ist, als ich das bei einem bei einer größeren Marke, was ich mir da kaufen kann. Mhm. Der Aufwand am Uhrwerk hat einfach auch was mit Manpower zu tun hat, ja, irgendwann wird es nicht mehr skalierbar, oder? Das ist wie Gastronomie, McDonald's oder 18 Gomio-Punkte. Ich meine, 18 Gomio-Punkte kannst du nicht skalieren und in jeder Stadt eine Filiale eröffnen. Das geht mal einfach nicht. Ja. Also jetzt hast du schon sehr, sehr gut eigentlich so beschrieben, was so diese Thematik auch hinter diesen hinter dem Thema Independent Watchmaking ist. Ja, also man hört das immer wieder. Es ist auch mittlerweile auch so ein bisschen so ein, ich würde fast sagen, auch so ein Modebegriff geworden. Ne? Es ist, wenn man sich viel mit der Uhrenthematik beschäftigt und auch viel so liest, dann hört man immer wieder von diesen Independent Watchmakern und manchmal fragt man sich vielleicht auch als Kunde, ja, was ist denn daran das Besondere? Und ich glaube, das ist das, was du jetzt halt irgendwie auch dargestellt hast, dass halt eben besondere Lösungen geschaffen werden, dass es wirklich auch da sehr, sehr hoher Aufwand rund um eine Uhr oder die Entwicklung eines Werkes betrieben wird und da wirklich Kunstwerke, sage ich mal, auch geschaffen werden. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, das ist halt eben etwas, was man immer nur in einem relativ kleinen Rahmen machen kann, weil es einfach sehr aufwendig ist, weil man viel Manpower dafür braucht. Und das ist halt eben nicht skalierbar für Uhrenmarken, die jetzt halt irgendwie 100.000, 200.000 Uhren im Jahr herstellen wollen. Und das würde dann nicht funktionieren, wie du das sagst. Und das ist dann so ein bisschen auch so dieser Reiz vielleicht von diesem Independent Watchmaking, wie du es eben auch schon mit den Bieren verglichen hast, mit Craft-Bieren zum Beispiel. Wo halt kleine Brauereien auch in geringen Stückzahlen halt sehr exklusive und außergewöhnliche Biere zum Beispiel brauen, ja, die geschmacklich vielleicht auch was ganz anderes bieten als so der Mainstream, aber was halt auch nichts ist, was man sehr groß skalieren kann, sondern das ist dann, bleibt halt in ihrem, in Anführungszeichen, relativ kleinen Bereich, aber es bietet da halt ein sehr exklusives Erlebnis. Und ich glaube halt, dieses Individuelle ist auch das, was ich persönlich zum Beispiel sehr spannend an diesen Marken finde. Und da ist Armin Strom natürlich ein super Beispiel. Wenn man eure Uhren mal am Handgelenk hatte oder auch mal wirklich mal diese Werke wirklich live sehen konnte, das ist unglaublich beeindruckend. Und das findet man so in der Form eigentlich bei kaum einer großen Marke, ja, also das geht auch allein nicht, ja, weil ich weiß nicht, wie viele Uhren stellt ihr jetzt aktuell im Jahr her? Ja, es sind etwa 300 Uhren im Jahr. Ja, genau, also das ist halt Wahnsinn, 300 Uhren. Wir waren schon höher in der Vergangenheit, waren fast bei 450, 500 Uhren,
Aber haben eigentlich durch diese noch extremeren Bauarten, die wir machen, mussten wir eigentlich die Stückzahlen verringern, weil der Aufwand immer wie größer wird. Und das ist wichtig, dass man das ein bisschen versteht oder versucht, die Uhrenindustrie so ein bisschen zu klassifizieren und sagen, okay, generell ist jede Uhr ist ein Transportmittel von, ich erkläre das immer so, jede Uhr ist ein Transportmittel von Emotionen. Die Frage ist, welche Emotion weckt meine Begeisterung, eine Uhr zu kaufen? Ist es die Emotion, sage ich jetzt mal so klassische Themen, ist es Taucherei, ist es Flugzeug, also Aviation, ist es Fußball, ist es Bergsteigen oder ist es effektiv die Uhrmacherei? Und bei den Independents ist die Emotion, die Uhr zu kaufen, ist die Freude an der Uhrmacherei. Bei einer anderen Marke kann das sein, generell ich bin ein riesen Fußballfan, dann kommt vielleicht eine andere Marke in Frage, die ein bisschen größer ist, die überall ein großes Logo auf den Fußballplätzen hat und so weiter. Auch schöne Uhren machen, gute Uhren machen, überhaupt nichts Negatives, aber diese Uhr hat eine andere Aufgabe. Diese Uhr hat die Aufgabe, diesen Lifestyle zu vermitteln. Indem dass ich weiß, dass dieser und dieser und dieser Spieler auch diese Uhr trägt, committe ich mich eigentlich zum Thema Fußball oder zum Thema Segeln oder zum Thema Formel 1 Sport, indem ich diese Uhr trage. Und das ist die Emotion. Das sind auch, wenn man das Marketing und die Internetseiten dieser Marken anschaut, wenn ich bei einer großen Marke auf eine Seite gehe, dann sehe ich immer zuerst, oder oft sehe ich zuerst Stars oder Partnerschaften oder so. Mhm. Die Lifestyle-Section, die eigentlich durch die Uhr zelebriert wird. Ein Lifestyle, weil es ist ja nicht nur ein Modeprodukt auch ist oder ein Fashionprodukt, die Uhr, die gehört ja zu. Ich schmücke mich ja mit der Uhr. Also ist die Frage, sind es Emotionen, die die Marke eher in Marketingaktivitäten verbreitet oder ist es effektiv die reine Uhrmacherkunst, die mich fasziniert? Und die Uhrmacherkunst ist eher dann etwas, was ich so in dem Segment gut nenne. Eine große Marke, die das auch sehr gut lebt, ist sicher Patek Philippe, das kann man sagen. Patek Philippe, die zelebrieren die Uhrmacherei. Jaeger LeCoultre ist eine Marke, die ich da auch dazu zählen würde, oder Lange und Söhne, was schon ein bisschen größere Firmen sind, größere Stückzahlen haben, aber sich auch auf die Herstellungsart, die Machart der Uhr fokussieren. Und die ganzen Independents, sei das von Max Büsser über Kari Wuttilainen, über Armin Strom, über wer da noch alles dazugehört, Gröbel und Force, Philippe Dufour und das ist immer, wir haben immer versucht, unsere Emotionen, was wir den Leuten verkaufen können, weil wir haben auch keine riesengroßen Marketingbudgets, ist, was wir machen. Wir teilen unsere Leidenschaft Uhrwerk. Und das ist das, was man bei dem Independent, was unsere Kunden suchen. Die suchen die Schönheit der Uhrwerke. Hast du sehr schön jetzt beschrieben, ja. Ich glaube, das macht es halt wirklich aus und das muss ich halt persönlich halt sagen, das ist das, was mich immer an diesen Uhrwerken oder an diesen Uhren sehr fasziniert und ich liebe es halt, diese Mechanik zu sehen. Ich liebe das, dass da so viel Aufwand für kleine Details betrieben wird, ja. Und wenn man sich so ein Uhrwerk jetzt von euch beispielsweise anschaut, auch gerade mal unter der Lupe, das ist einfach wunderschön, das ist wirklich ein kleines Kunstwerk. Und das ist wie so eine kleine Welt, in die man dann eintaucht unter diesem Saphirglas. Ja, also ich finde das immer sehr, sehr faszinierend und habe da auch große Freude dran, mir sowas dann immer im Detail anzuschauen. Und ich glaube, das ist halt dieser Reiz für dieses Uhrwerk. Das ist das, was man dann letztlich auch kauft, wenn man jetzt bei euch Kunde ist. Ja, und da will ich halt aber auch wirklich auch das und möchte sowas und bin jetzt halt nicht drauf aus, mich jetzt mit einem Fußballverein oder irgendwie mit einer Lifestyle-Marke oder sowas zu identifizieren, sondern dann geht es mir um was anderes. Also verstehe ich sehr gut und ich glaube, das macht wirklich diesen Reiz aus. Jetzt hast du viel über Uhrwerke gesprochen. Wie lange hat es denn jetzt gedauert, bis ihr euer erstes eigenes Werk hergestellt habt? Also 2009 hatten wir eben gesagt, da war so diese Idee entstanden und wann war das erste Werk denn dann da? Ja, bereits 2010 war das da. Also sehr schnell eigentlich, ja. Wir hatten das Glück sicher, dass wir in Biel auch ein bisschen, weil wir Biel ist eine Uhrenstadt. Wir haben Marken wie Omega, Rolex, Etta, was gleich in der Nähe ist. Wir haben von Neuenburg im Jura, sind sehr, sehr viel. Es ist eine Region hier, wo die Uhrenindustrie sehr, sehr präsent ist. Und wir hatten den Vorteil, dass wir Leute abwerben konnten oder anwerben konnten, die bereits in der Herstellung von Uhren
oder Uhrwerken tätig waren. Also wir konnten uns auf ein sehr, sehr professionelles Team abstützen am Anfang. Ich hatte die Erfahrung, weil ich habe parallel zum Aufbau der Manufaktur oder bereits von der ersten Idee habe ich angefangen, das erste Uhrwerk zu entwickeln. Also wir hatten dann als Startschuss war, die Maschine in die Uhr, in die Fabrik zu bringen oder unsere kleine Manufaktur zu bringen, wussten wir eigentlich schon, welche Teile wir als erstes produzieren mussten. Und es war ein bisschen, das waren halt lange Tage, aber es war für uns beide so ein, wir waren so motiviert, diese Firma aufzubauen, dass wir einfach wirklich Tag und Nacht gearbeitet haben. 7 Tage die Woche. Das war auch kein Arbeiten müssen, also es war fast ein Müssen, irgendwann zu schlafen oder was. Es war so eine erlebnisreiche Zeit. Das war wirklich, wirklich cool, das aufbauen zu dürfen. Also es hat auch viel Spaß gemacht am Anfang. Immer noch. Also eben jeden Tag macht immer noch so viel Spaß. Weil wir immer wieder neue Sachen sehen, immer wieder das weiterbringen wollen und die Ideen, die sprudeln immer noch allen Ecken. Das ist das Coole von, wir haben ein sehr, sehr cooles Team. Das vorhin gesagt, jedes Teil, das man sieht unter dem Sapphire Glass. Und ich denke, diese Leidenschaft von unserem Team, das spürt man auch in den Uhren, weil wenn eine polierte Schraube bei uns ist, diskutiert man, wir essen immer gemeinsam Mittag, Mittagessen in der Manufaktur und da kann man stundenlang über Polituren, über Verbesserungen, über jetzt können wir das noch besser, das noch besser, und dann liegt ein Magazin auf und dann sehen sie eine gröbe Force oder irgendwas und dann fängt die Diskussion schon an und dann, die haben es so gemacht, wir können es doch so machen, wir müssen es noch besser machen und das ist wirklich cool, also die Motivation vom ganzen Team, es ist wie eine kleine Familie und ich denke, wer auch auf diesem Level von Uhrmacherei arbeiten will, es ist nicht nur, es geht nicht darum, nur Geld zu verdienen, sondern es geht darum, dass man die Leidenschaft leben kann. Da haben wir sehr, sehr ein cooles Team um uns herum. Wo steht ihr jetzt heute? Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn jetzt mittlerweile? Und du hast eben schon mal gesagt, 400 Uhren im Jahr. Vielleicht kannst du auch mal so einen groben Überblick geben über ja, das, was jetzt Armin Strom eigentlich auch so in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, auch wirklich so diese außergewöhnlichen Komplikationen. Vielleicht kannst du da mal so den Zuhörer ein bisschen reinführen, der jetzt sich mit der Marke noch nicht so im Detail beschäftigt. Also wenn wir so personell sind, wir circa 20 Leute, oder ziemlich genau 20 Leute im Moment. Wir haben, das ist so ein bisschen aufgeteilt, wir haben im Untergeschoss eigentlich, haben wir die ganze Herstellung, wo wir verschiedene CNC-Maschinen haben, wo wir die ganzen Rohteile herstellen. Also das heißt, wir stellen Achsen, Schrauben, Räder, Unruhreifen, Brücken, Hebel und so weiter. Es wird alles irgendwann, wir kriegen einfach Messing und Stahl angeliefert und aus Messing und Stahl schneiden und schnitzen und drehen und fräsen wir all diese Rohteile aus. Auf ein Tausendstel Millimeter genau, mehr oder weniger. Und dann kommen diese Einzelteile, gehen dann bei uns in die Dekoration. Da ist ein Team von 5 Leuten, die ganzen Teile dekorieren. Also jedes Teil wird von Hand veredelt. Es gibt eigentlich jedes Teil, das in eine Uhr eingebaut wird, so wie eine 360-Grad-Behandlung. So wie zu, die gehen nochmal zum Schönheitschirurgen. Also die Leute wissen genau, wo darf ich noch mehr polieren oder weniger polieren oder muss ich noch diesen Zierschliff oder das verschönern, damit man ja keine Maschinenspuren mehr sieht. Und das Resultat, das wird eigentlich wie ein Kunstwerk, das ist am Schluss eigentlich das Teil perfekt aussieht. Dann wird es galvanisiert, da ist ein Mitarbeiter, der die ganzen verschiedenen Beschichtungen macht, das Farbgebung, Korrosionsschutz und dann haben wir die Uhrmacher, die Uhren zusammenbauen. Und dann weiterum haben wir mit mir sind wir zu dritt in der Entwicklung, wo neue Ideen realisieren, neue Uhrwerke konstruieren. Heute schon sehr, sehr weit gehen mit 3D-Druck, mit allem, was alles zu dem ganzen Prototypenbau dazugehört. Und dann Verkauf, Marketing und Administration, was noch eine Etage weiter oben ist bei uns. Und das ist das Team, also es wird von hier aus eigentlich alles koordiniert. Das Motivierende ist auch, wir kaufen wirklich diesen Stahl und Messing ein und wir sehen alle, wie die fertige Uhr ausgeliefert oder abgeholt wird. Und das ist halt auch der Kontakt zum Endkunden und so, was halt für die Leute auch sehr, sehr wichtig ist. Dann spüren die auch ein bisschen Feedback vom Endkonsument. Also nicht eine anonyme Geschichte, wo ich irgendwo nur einen Zeiger oder ein Zifferblatt montiere,
sondern die Uhr, die entsteht in der Firma, die wird auch von der Firma verabschiedet, eigentlich mehr oder weniger. Und jemandem übergeben. Was stellt ihr jetzt alles bei euch intern her? Also du hast jetzt quasi gesagt, die ganzen Teile des Uhrwerks und sowas, das stellt ihr eigentlich alles selbst her. Wie ist das mit Gehäuse, Saphirglas und sowas? Kauft ihr auch Teile zu oder wird wirklich komplett alles bei euch hergestellt? Wir kaufen Gehäuse im Moment, kaufen wir zu. Wir arbeiten da mit einem kleinen Familienbetrieb bei uns im Berner Jura. Der Grund ist eigentlich, es gibt einen einzigen Grund. Und zwar sind die Gehäuse eigentlich einfacher herzustellen als komplexe kleine Uhrwerkskomponenten, aber es ist ein Volumenproblem. Wir können ganz schlichtweg die Anschaffung einer Maschine nicht rechtfertigen, um die bei uns rumstehen zu lassen für diese 400 Gehäuse. Wenn du so eine Investition in eine so komplexe Maschine machst, dann musst du mehrere tausend oder sicher 2.000-3.000 Gehäuse pro Jahr fertigen, damit sich diese Investition überhaupt. Okay. Und wir entwickeln die Gehäuse selber und arbeiten mit diesem Familienbetrieb zusammen. Da haben wir auch die Flexibilität zwischen Stahl, Titan, Gelbgold, Rosegold, Weißgold, Platin und so weiter. Der erfüllt eigentlich alle unsere Anforderungen. Da haben wir sehr, sehr guten Austausch. Wir machen Zifferblätter zum Teil selber. Wir machen Zifferblätter, jetzt was Guilloche-Sachen sind, diese Guilloche-Schierungen machen wir mit Kari Wuttilainen zusammen. Das ist auch so ein berühmter Independent Watchmaker. Wirklich ein Meister in dem Guillochieren, ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn, was der macht. Genau. Und da werden gewisse Rohteile werden bei uns hergestellt. Er guillochiert die kommen bei uns zurück, Farbgebung und so weiter. Und wir in Zusammenarbeit mit ihm. Und Zeiger machen wir neuerdings alle selber. Wir haben die früher nicht selber gemacht. Wir haben aber so ein bisschen Qualitätsproblem gehabt mit unseren Zulieferanten und haben dann irgendwann mal auch gesehen, dass es gar nicht so komplex ist, die wirklich selber herzustellen und dass wir, wenn wir sie selber herstellen, auch wirklich einen Mehrwert im Zeiger generieren können, weil sie dann einfach, ja, handgefertigte Zeiger sind einfach nochmal was anderes als industriell gefertigte Zeiger. Und das haben wir uns heute, machen wir sogar die Zeiger wieder. Im Uhrwerk sind rund 98% von allen Teilen, die in-house gemacht werden. Was wir natürlich zukaufen müssen, sind Rubinsteine, die wir jetzt nicht selber herstellen können. Wir können nicht selber herstellen die Aufzugsfäden und die Spiralfäden. Aber das sind eigentlich, ja, das sind so die ganz, ganz wenige Komponenten, die wir zukaufen, die einfach zu spezifische Maschinen verlangen, um diese Teile herzustellen. Aber da pflegen wir eigentlich mit allen unseren Zulieferanten eine sehr, sehr gute und offene, wirklich eine sehr, sehr gute Beziehung. Heißt ja dann jetzt aber letztlich auch, dass ihr zu einem sehr hohen Grad alles selbst wirklich auch in der Schweiz fertigt, weil auch so das Thema Swissmade ist ja auch immer so ein, steht ja immer wieder zur Debatte, wird immer wieder auch mal so, hört ja immer wieder raus, okay, die Schweizer Firmen, die bauen zwar vielleicht bei sich zusammen, aber holen sich auch viele Teile irgendwie aus Asien. Eigentlich ist Swissmade gar nicht richtig Swissmade. Bei euch ist es ja dann aber wirklich echt, dass man sagen kann, da wird die Uhr wird eigentlich komplett in der Schweiz gefertigt, wenn sogar die kleinsten Komponenten eines Uhrwerks bei euch in der Schweiz von euch hergestellt werden. Genau, das ist so. Das ist bei uns eigentlich auch beim Einkauf ein sehr, sehr wichtiges Thema, also mit den Zulieferanten, die wir zusammenarbeiten, da schauen wir schon drauf, dass die alle wirklich aus der Schweiz sind. Und zwar hat es, erstens mal sind die Stückzahlen bei uns schon mal ein Thema, also wir wären für asiatische Zulieferanten schon gar nicht interessant, weil wir zu kleine Stückzahlen haben. Und bei uns sind auch so der Austausch mit den Zulieferanten, es geht einfach um die Wertschätzung vom ganzen Produkt, das wird uns sind diese Beziehungen sehr, sehr wichtig. Also wir schauen oft nicht nur darauf, dass es Schweizer Firmen sind, sondern auch, dass es kleine Familienunternehmen sind, die ein bisschen so die gleiche Philosophie teilen wie wir eigentlich. Also du merkst, ob ein Uhrwerk, ein Uhrengehäuse in Kleinstückzahlen hergemacht wird und die Leute wirklich stolz sind, wenn sie das Uhrengehäuse übergeben können, oder ob du es dann bei einer Massenproduktion einkaufst und dann sagst, okay, von 500
Uhrengehäuse in der Qualitätskontrolle müssen 460 bestehen. Wenn halt 40 nicht gut sind, dann brauchen wir die für Service oder sonst irgendwas. Und diese Philosophie ist bei uns schon eine ganz andere Philosophie. Das Einzige, was nicht aus der Schweiz kommt im Moment bei uns, sind natürlich die Alligatoren heute, also die Haut vom Alligator, die wir aus Malaysia, also aus einem zertifizierten Zuchtbetrieb, zukaufen, aber die werden in der Schweiz weiterverarbeitet. Also das Uhrenband entsteht in der Schweiz, aber der Ursprung vom Leder ist in Malaysia. Das ist der einzige Nicht-Schweizer Komponente eigentlich. Ja, das ist ein großes Thema. Ist ein großes Thema. Also wir sind auch für 100% Swiss-made und wir setzen uns auch dafür ein, dass der Prozentsatz ganz, ganz klar nach oben geht für diese Swiss-made Produkte. Ich glaube, das ist die Uhrenindustrie auch ein bisschen eine Ausnahme mit dem Swiss-made. Ich meine, das hat ja was mit Herstellung, eigentlich hat das, für mich hat das Swiss-made hat was mit der Kultur der Herstellung zu tun. Und die Schweizer Uhrenindustrie verfügt über eine Tradition, diese Uhren herzustellen. Das ist wie der Champagner, der aus der Champagne kommt. Das ist einfach dieses Wissen, was von Winzer zu Winzer übergeben wird, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Das ist das, was eigentlich die Kultur oder das Leben dieses Champagners beeinflusst wird. Es gibt Schaumweine überall auf der Welt, aber trotzdem sind nicht der Champagner, der aus der Champagne kommt, ist einfach anders. Und dieses Kulturgut, Uhrmacherei in der Schweiz zu pflegen und zu zelebrieren, ich denke, ist eigentlich eine Aufgabe von allen Schweizer Uhrenfirmen, auch wenn die das nicht alle genau gleich sehen. Aber dieses Kulturgut zu wahren, ist uns eigentlich sehr, sehr wichtig. Ja, sehr interessant. Also ich will jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber weil auch das immer mal wieder so gefragt wird, ne, oder dies auch in Frage auch gestellt wird, ne, welche Bedeutung hat wirklich Swissmade heutzutage noch? Genau. Jetzt, was ich auch noch ganz interessant finde, ihr habt ja wirklich auch sehr komplexe Uhrwerke. Und jetzt ganz konkret, ich meine, du hast heute so ein solches ja auch im Handgelenk in deiner Mirrored Force Resonance. Gerade diese Resonanzwerke sind ja was euch jetzt auch in den letzten Jahren sehr bekannt gemacht hat. Vielleicht kannst du ganz kurz in wenigen Worten mal erklären, was ist das eigentlich Resonanz? Und dann würde mich halt interessieren, wie lange dauert denn die Entwicklung eines solchen Werks? Weil das ist ja wirklich jetzt sehr hohe Uhrmacherkunst. Da sind wir ja schon in diesem Bereich der Haute Horlogerie. Das ist ja jetzt nichts mehr, was man mit einem ganz einfachen, in Anführungszeichen, Standardwerk mit drei Zeigern vergleichen kann. Das ist ja dann wirklich was sehr Komplexes. Ja, genau. Also die Resonanz ist eigentlich ein Thema, was bereits Christian Huygens, der Erfinder der Pendeluhr, beschrieben hat. Und zwar hat er damals, als er die ersten Pendeluhren gebaut hat, die waren ziemlich schwer, mit sehr, sehr schweren Gewichten, sehr schweren Pendeln, das waren alles aus Eisen geschmiedet, und er hatte diese Uhren auf seinem Werkbank, und der Werkbank war nicht an einer Wand festgeschraubt, sondern der Werkbank stand in dieser Werkstatt rum. Und durch die Bewegung und diese Schwingung der beiden Uhrwerke, der beiden Pendel, konnte er beobachten, dass die sich synchronisieren. Und er konnte diese Synchronität feststellen durch die Vibration, die sich über den Tisch vom einen Uhrwerk ins andere Uhrwerk ergeben haben. Hat es aber nie zu einem Nutzen gemacht, hat es lediglich in Büchern beschrieben, dass das eine Uhrwerk das andere Uhrwerk beeinflussen kann. Dann haben eigentlich ein weiter berühmter Uhrmacher oder Pendeluhrenbauer, das war der Henri Janvier, der hat so eine ganz, ganz berühmte Doppelpendeluhr gebaut. Und damals war so dieses Thema Chronometrie kam damals auf. Das war so, hatte mit Astronomie, mit Führung, also die Präzision der Uhr wurde immer wie wichtiger, weil die Leute anfingen zu reisen, weil man angefangen hat, die Astronomie zu studieren. Und deshalb war eine sehr, sehr genaue Zeitanzeige sehr wichtig. Und damals hat man versucht, die Pendeluhren noch präziser zu machen. Und dieser Henri Janvier hat es geschafft, zwei Pendeluhren zu synchronisieren, die in Resonanz zu bringen, um eine stabilere und eine bessere Ganggenauigkeit hinzubekommen. Dann hat der Breguet, Abraham Louis Breguet, der Erfinder vom Tourbillon, auch einer der wahrscheinlich, oder der berühmteste Uhrmacher, den es gibt,
hat eine Taschenuhr gemacht mit zwei Uhrwerken, die sich gegenseitig synchronisieren. Also die zwei Unruhreifen, die zwei Frequenzen, die in Resonanz schwingen, die genau die gleiche Resonanz annehmen. Hat aber, das ist so ein bisschen, man weiß, dass es, also es gibt diese Uhr, die inspiriert war von der Pendeluhr, aber man kann, Brügge selber hat gesagt, er weiß nicht genau, warum diese Uhr eigentlich diese zwei Unruhen sich gegenseitig angleichen. Ob es durch Luftverwirbelungen ist oder ob es durch die Vibration, die im Uhrwerk entstehen und sich da gegenseitig abgleichen. Dann hat ein weiter berühmter Uhrmacher ist der Schon, François-Paul Schon, hat 1990, glaube ich, hat er eine Armbanduhr gemacht. Der François-Paul Schon, Genfer Uhrmacher, einer der ersten Independent-Uhrmacher, sehr, sehr stark beeinflusst von Brügge, hat sehr, sehr viele Uhren von Brügge oder Taschenuhrenkonzepte von Brügge in Armbanduhren skaliert, also runtergebaut, verkleinert und das so gebaut in seinen Uhren. Und dann ging eigentlich nichts mehr im Thema Resonanz. Also viele Uhrmacher haben sich mit dem Thema Resonanz beschäftigt und keiner hat das mehr wirklich aufgegriffen, weil es zu komplex war oder zu schwierig war, da was noch zu verbessern. Und wir hatten eigentlich plötzlich eine Idee, die kam so beim Mittagessen, sage ich jetzt mehr oder weniger, kam mal die Idee auf, dieses Thema Resonanz aufzugreifen, weil wir plötzlich eine Idee hatten von einer flexiblen Kupplung, inspiriert durch andere Hemmungen, die gebaut wurden, dass wir eine flexible Kupplung den beiden Unruhen zur Verfügung stellen können, damit die sich perfekt synchronisieren können. Man redet auch von in der Quantenphysik braucht man das so, dass man eigentlich wenn man zwei Frequenzen, Oszillatoren, sagen wir mal, die Unruhreifen sind zwei Oszillatoren, diesen zwei Oszillatoren, die eine Eigenfrequenz hat, mit einer dritten Frequenz koppelt, die sich perfekt in Resonanz bringen. Und das war am Anfang eine Idee. Da hatten wir sehr, sehr schnell herausgefunden, dass in diesem Bereich nichts gemacht wurde, haben das patentiert, hatten dann das große Glück, dass dank dieses Patentes, das wir deponieren konnten, uns die Kommission für Innovation und Technologie aus der Schweiz uns einen Forschungskredit gesprochen hatte, um dieses Thema flexible Kupplung in Uhrwerken weiterzuentwickeln. Und das war ein sehr, sehr großer Betrag, das waren rund 500.000 Schweizer Franken, die wir zugesprochen bekamen und das dann mit der Universität in Neuenburg diese flexible Kupplung zwischen zwei Oszillatoren eigentlich vorantreiben konnten. Und das ging total von der Idee bis zur fertigen Uhr sind fast 3,5 Jahre vergangen. Und die Entwicklung der Feder, nur diese Kupplungsfeder alleine ging 2,5 Jahre. Also das Uhrwerk ging in etwa ein Jahr, dass man zwei komplette Uhrwerke in eine Uhr bauen kann, zwei Federhäuser, zwei Gehwerke, zwei Hemmungen, zwei Unruhreifen, zwei Spiralen, alles das platzieren und bauen, so dass das alles nebeneinander durchgeht. Und dann war das Schlüsselelement war eigentlich diese Kupplungsfäden. Und okay. Das Coole ist eigentlich, und das, was die Resonanz auch so erfolgreich macht, ist, das ist ein Thema, was die Uhrmacherei immer beschäftigt haben. Es haben viele berühmte Uhrmacher haben diese Vorzug von gesehen, also wenn man zwei Uhrwerke synchronisiert, hat man automatisch eine bessere Ganggenauigkeit, weil halt viele Sachen passieren in einem Uhrwerk, also schon mal, wie sich die Feder ausdehnt, wie die Räderwerke zusammenarbeiten, also hat man gar nie eine richtig stabile Frequenz in einem Uhrwerk und wenn man halt zwei Frequenzen überlappt und diese synchronisiert, wird eine Frequenz viel, viel stärker, das kann man eigentlich auch vom Radio hören, wenn die Radiowellen sind ja auch synchronisiert, um sie weiter zu verbreiten. Das ist eigentlich die Idee von der Resonanz und das hat sie so ein bisschen
zu einem Aushängeschild für Armin-Strom gemacht, dass wir fähig waren, als kleine Uhrenfirma ein Thema aufzugreifen, wo sich große Uhrmacher damit beschäftigt haben und nie ein wahrer Durchbruch gelang. Und da können wir wirklich mit Stolz sagen, dass unsere Resonanzuhr, da können auch die Zuhörer gerne mal die Videos anschauen, die es auf YouTube alle gibt, dazu unsere Technologie und Animation der beiden Uhren, dass da wirklich ein wahrer Durchbruch geglückt ist. Und es hat auch die ganze Firma ein bisschen neu definiert. Ich denke, diese Erfahrung über 3,5 Jahre auf neue Uhrwerke zu konzentrieren, auf innovative Lösungen zu konzentrieren oder an innovativen Lösungen zu arbeiten, hat eigentlich so ein bisschen den Spirit der Firma verändert. Also am Anfang war die Herausforderung, selber Uhrwerke zu bauen, Handaufzug, Doppelfederhaus, Mikrorotor, Tourbillon, aber alles trotzdem, was so ein bisschen in den Lehrbüchern der Uhrmacherei irgendwo nachvollziehbar ist. Und dann kam die Resonanz, was ganz was Neues ist, und plötzlich hatte die Firma die Möglichkeit, Theorien auf den Kopf zu stellen, um technische Mehrwerte zu generieren. Und das sieht man jetzt eigentlich heute in allen Uhren, die wir bauen, ist immer irgendwo was einfach noch besser als bei einem normalen Uhrwerk. Schon nur die Gravity EcoForce, unsere neue Standarduhr, die eigentlich für eine automatische Uhr ein sehr, sehr konstantes Kraftmoment auf der Aufzugfeder zur Verfügung stellt. Das ist so ein bisschen, das ist so, was heute die Firma definiert. Also ich denke, unser Salz und Pfeffer in der Entwicklung ist die Tradition. Ja. Also was wurde gemacht, was hat die Uhrmacherei immer beschäftigt, wo wurden Probleme erkannt und versucht, Lösungen zu finden, und wir dann sagen, okay, können wir durch das Einbringen unserer Technologiemöglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben, diese Technik weiterentwickeln und die Geschichte von Komplikationen oder Lösungsansätzen neu definieren. Das ist ein bisschen unsere Herausforderung heute. Was ja auch wirklich super spannend ist, wenn man sich das halt überlegt. Du hattest gesagt, ihr seid eigentlich eine relativ kleine Firma, 20 Mitarbeiter. Ja, ich jetzt seit, ja gut, 2009, also etwas über 10 Jahre jetzt in dem Umfeld so aktiv, wie ihr es jetzt derzeit auch tut. Und in dieser doch relativ kurzen Zeit auch mit so einem kleinen Team solche Komplikationen auch selbst zu entwickeln, auch so viel Forschung und Entwicklung zu betreiben. Wenn du sagst, halt 3,5 Jahre für diese Uhr zum Beispiel, Entwicklungsaufwand, das ist schon Wahnsinn, und das ist natürlich halt auch wirklich was Besonderes, und ich glaube, das ist halt letztlich auch das, was dann der Kunde oder der Käufer einer Armin-Strom halt auch schätzt, ja, weil er da wirklich was sehr, sehr Individuelles bekommt, wo er aber auch weiß, da sind Leute dahinter, da ist ein sehr leidenschaftliches Team dahinter, was sich dezidiert wirklich mit dieser Uhr befasst hat und dafür ja sehr viel Aufwand betrieben hat, dass ich diese Uhr heute am Handgelenk tragen kann. Also das ist schon interessant. Also es ist wirklich was sehr Individuelles. Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich ist diese kurze Zeit und diese dynamische Zeit hat halt auch ein bisschen bewiesen, dass wir wie neue Wege gehen können. Also jetzt mit der Resonanzfeder haben Physiker aus der Raumfahrt mitgearbeitet, weil in der Raumfahrt ziemlich viele flexible Lagerungen eingesetzt werden. Und da haben wir heute auch nicht Angst, dieses Know-how uns auszutauschen oder irgendwie, ich denke, man hat auch mit Social Media und so, heute hat man Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Und wir haben einerseits ein traditionelles Handwerk, und trotzdem ist der Spirit der Firma ist sehr, sehr modern. Und wir sagen, okay, wir wahren diese Tradition. Wir zelebrieren diese Tradition, weil wir auch alle so aufgewachsen sind. Und trotzdem machen wir das Ganze einfach, versuchen das wirklich, wirklich die Vorteile der Innovation, der neuen Technologien mit einfließen zu. Jetzt nimmst du mir schon einen Punkt vorweg. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende des Interviews. Wir reden jetzt schon relativ lange und ich will dich jetzt auch gar nicht so lange aufhalten. Eine Frage, die ich aber schon meistens in meinen Podcast auch stelle, ist auch so diese Frage nach der Bedeutung von Social Media. Ich selbst komme ja sehr stark aus dieser Welt. Ich bin da sehr aktiv. Auch dieser Podcast ist letztlich ja auch eine Form von Social Media. Und Frage ist, wie wichtig ist denn Social Media für euch auch als Kommunikationskanal? Ist für uns unheimlich wichtig, weil
wir so sehr, sehr direkt mit unseren Kunden kommunizieren können. Früher war der klassische Vertriebskanal von Uhren war eigentlich definiert, dass die Marke zum Händler, der Händler zu seinem regionalen Kundschaft verkauft. Da war der Fachhändler war auch die Ansprechperson. Der Fachhändler war derjenige, der an die Fachmesse ging, der über Neuheiten informiert wurde, der diese Independent Watchmaker treffen konnte, sich mit denen austauschen konnte und dieses Produkt, dieses Know-how, diese Philosophie und Leidenschaft an seine Kunden weitergeben. Jetzt hat man der E-Commerce und alles hat das Kaufverhalten auf den Kopf gestellt. Und wenn ich heute mich für eine Uhr entscheiden will oder mich informieren will, dann will ich nicht unbedingt am Samstag in die nächstgrößere Stadt fahren und mir da alle Uhrengeschäfte anschauen, sondern ich verfolge die, haben die Möglichkeit, die Marke auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, überall zu verfolgen und mich dann auch direkt mit der Marke auszutauschen. Und das hat für eine kleine Marke, die ein Nischenpublikum anspricht, ist das unheimlich wichtig. Also ich habe sehr, sehr selber sehr viele Uhren direkt über Social Media verkauft. Weil halt die Leute sich dann, unser Kunde will sich ja auch ein bisschen mit der Marke austauschen, mit der Marke kommunizieren können und Fragen stellen und ja, die Marke erlebbar. Uns geht es eigentlich darum, die Marke den Kunden erlebbar zu machen. Und eine Marke wie Armstrong, die sucht man bewusst wahrscheinlich. Das heißt aber, du würdest schon sagen, dass Social Media auch schon dazu beiträgt, bei euch jetzt auch konkret auch Uhren zu verkaufen, weil diese Frage wird auch immer wieder gestellt, lohnt sich überhaupt Social Media? Ich habe auch das Gefühl, dass gerade so diese Uhrenindustrie so teilweise noch ein bisschen konservativ ist. Natürlich, jede Uhrenmarke hat irgendwie ihren Social Media Kanal, ist auf Instagram, auf Facebook und so weiter aktiv. Es wird aber noch sehr unterschiedlich auch betrieben. Und man merkt schon, dass das teilweise einfach eine recht konservative Branche ist. Ich glaube, ihr seid ja jetzt schon recht gut unterwegs, auch wenn man sich das mal so anschaut, wie ihr da agiert. Auch der Austausch mit euch ist ja über Instagram zum Beispiel auch sehr einfach möglich, wenn man da eine Frage hat. Ich habe das ja auch selbst schon so gemacht, dass ich dann euch einfach mal geschrieben habe, hey, dann kriegt man da Antworten und es wird sehr schnell reagiert. Das heißt aber, du würdest auch sagen, also Social Media, am Ende hilft es euch auch, Uhren zu verkaufen? Auf jeden Fall. Ich denke, heute ist es für uns, das sind eigentlich auch die Marketingaufwände, die wir einigermaßen vernünftig von uns aus uns A leisten können und B auch betreiben können. Also das klassische Inserat im Uhrenmagazin, das braucht es heute eigentlich nicht mehr. A, gibt es fast keine Uhrenmagazine mehr. Zweitens sind die Leute, die dann Independence sammeln oder sich mit Independence auseinandersetzen, das sind so, das will ich auch selber ein bisschen entdecken für mich und dann suchen und hören und so. Und deshalb ist Social Media ist eine super Plattform. Unsere Kunden, die tauschen sich auch gegenseitig unter Social Media aus. Wenn ein Kunde von uns sieht, dass jemand Armin Strom Uhr postet, dann kommunizieren die miteinander. Also unsere Kunden haben von Vancouver nach Singapur, nach Hongkong, zurück in die Schweiz, die kennen sich und tauschen sich gegenseitig aus. Da bildet sich auch so wie eine kleine Community und eine Fangemeinde, die da ansteht. Und ich denke, das ist schon für eine kleine Marke halt unheimlich wichtig. Ja, ist schön. Ja, das ist auch für euch natürlich dann als kleine Marke auch die Möglichkeit, relativ einfach, ohne, sage ich mal, große Budgets, dann eine sehr große Reichweite auch weltweit zu bekommen und dann halt, wie du es eben schon sagst, auch den Kunden in Asien genauso wie den Kunden in den USA zu erreichen, ohne dass er jetzt große Werbekampagnen und irgendwie Plakatwände und Anzeigen in irgendwelchen Magazinen und sowas schalten müsst, sondern einfach über auch diese sehr persönliche Art auf Social Media. Das ist schon interessant. Jetzt würde mich noch interessieren, abschließend, was sind eigentlich so eure nächsten Pläne? Wie geht das jetzt weiter? Also ihr habt jetzt in den letzten 10 Jahren da wirklich viel erreicht, habt da eine sehr spannende, moderne und trotzdem auch traditionell orientierte Marke irgendwie aufgebaut, also die irgendwie so diese traditionellen Handwerkskünste und Uhrmacherkünste weiterleben lässt und trotzdem immer wieder dran ist, Neues zu entdecken, Neues zu entwickeln, immer wieder so Fortschritt voranzutreiben. Was sind die Pläne für die nächsten Jahre? Was kommt, was können wir von Armin Strom erwarten? Sehr viel. wir werden,
Also mit die Uhr, wir haben jetzt der Erfolg von Resonanz, das war eigentlich nicht, nie, soll ich das sagen, es war nie eine Strategie, uns in diesem Luxussegment zu etablieren, sage ich jetzt mal. Es war eigentlich immer die Idee, die Uhr so einen vernünftigen Preis-Leistungs, also die sind eigentlich alle vernünftigen Preis-Leistung, aber es war für uns sich nie die Idee, Minutenrepetition mit Resonanz zu machen. Und so, das hat sich alles ergeben, weil die Nachfrage da war. Und wir sind eigentlich historisch mit einer sehr starken Einsteigerkollektion gewachsen, so ein bisschen Fundament, wo man zu vernünftigen Preisen, also zwischen 10.000 und 20.000 Franken, eine wirklich coole Uhrenmanufaktur, Independent Brand kaufen kann. Mhm. Und wir haben mit der Gravity Eco Force jetzt bereits das erste neue Modell in dieser Basiskollektion lanciert. Da werden jetzt in den nächsten 1,5 Jahren werden weitere Modelle folgen. Mhm. Da kommen 3 bis 4 neue Modelle, verschiedene Durchmesser, verschiedene Größen, verschiedene mechanische Lösungsansätze. Und das ist der Hauptfokus im Moment der Firma. Ist sicher im Einsteigerpreis ist immer so ein schwieriges Thema. Aber bei uns im Einsteigersegment wieder mehr Produkte zu präsentieren. Das ist so ein bisschen die große Stoßrichtung. Da gibt es 2, 3 Komplikationen, die noch in Planung sind, aber da sind wir noch nicht ganz spruchreif, wann die, die realisiert werden. Okay, also bin ich's. Aber so ein bisschen der Markttrend und das, was wir auch so heute, also Resonanz läuft sehr gut, aber wir haben das Bedürfnis und die Möglichkeit, als Independent Watch Brand Uhren in einem vernünftigeren Preissegment, das ist unsere Konkurrenz präsentiert, zu präsentieren. Und da wollen wir wieder sehr stark werden. Ist ja aber auch eine gute Nachricht für die Kunden oder auch für potenzielle Kunden, auch für Leute, die vielleicht heute auch hier zuhören jetzt, dass da Sachen kommen oder auch jetzt auch schon da sind, aber dass da auch noch vieles kommt in dem Preissegment, was vielleicht für doch eine größere Breite von potenziellen Kunden und Käufern dann auch wirklich interessant ist. Ja, und es kann sich sicherlich, das muss man ja ganz offen sagen, es kann sich sicherlich jetzt nicht jeder eine Mirrored Force Resonance einfach mal so leisten. Das ist dann schon was, super tolle Uhr, aber natürlich halt auch in einem Preissegment, was halt nicht für jeden Uhrensammler einfach mal so machbar ist, aber halt, ich glaube gerade so dieses, was du sagtest, das Einstiegspreissegment, was natürlich jetzt in euren Verhältnissen das Einstiegspreissegment ist sicherlich was für viele Leute und für viele Sammler dann auch ein sehr interessanter Punkt sein wird in Zukunft, ja. Gut, Claude, mir hat das super viel Spaß gemacht heute mit dir. Ich habe wirklich viele interessante und neue Einblicke jetzt auch in diese Marke bekommen, auch obwohl ich mich auch schon mit Armin Strom lange auch schon beschäftigt habe. Ich hoffe, dass es den Zuhörern auch da draußen viel Spaß gemacht hat, einfach auch mal so in dieses Thema Independent Watchmaking so ein bisschen mehr einzusteigen und zu verstehen, worum geht es denn da letztlich und was macht diesen Reiz aus. Ich sage von meiner Seite aus Dankeschön, danke, dass du dir so lange Zeit genommen hast, danke, dass du uns da wirklich mal so in deine Welt mit reingeführt hast und uns da wirklich diese Einblicke gewährt hast. Mir macht das einfach immer unglaublich viel Spaß. Ich finde das super interessant, weil ich da auch für mich selbst einfach viel mitnehmen kann. Deshalb von meiner Seite aus, oder von Seiten des Uhrtalks, vielen herzlichen Dank. War super interessant. Und von meiner Seite aus sage ich auf Wiedersehen. Und das letzte Wort geht wie immer in dem Podcast an unseren Gast, in dem Fall heute an dich. Ja, ich möchte mich auch, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, möchte mich auch bedanken. Ich denke, das ist für uns auch immer interessant, uns präsentieren zu können oder austauschen zu können und einem neuen Publikum zu präsentieren. Also herzlichen Dank dir für das Gespräch und ich hoffe, wir können da vielleicht nochmal vertieft in eine neue oder andere Komplikation eintauchen. Das machen wir auf jeden Fall, sehr gerne. Alles klar, bis dann, Dankeschön, ciao. Tschüss, danke.